Ja, warum? Ja, weil ich auf in der Abreiterhalle eigentlich die Pferde noch besser beurteilen kann. Da sehe ich, wie die Reiter die Pferde vorbereiten, wie sie versuchen, das Pferd auf den Sprung zu konzentrieren, wie leicht das geht, wie schwierig das ist, welches Pferd ein bisschen mehr, wenn sie denselben Sprung immer wieder springen auf dem Abreiterplatz, wie heiß das Pferd ist. Im Parcours sieht man das eigentlich nicht so gut wie in der Vorbereitung. Und wenn dann tatsächlich mir ein Pferd auf dem Abreiterplatz sehr gut gefällt, dann gucke ich mich schon auch im Parcours an. Haben Sie sich auch schon mal geirrt? Natürlich hat man sich geirrt. Das liegt in der Sache. Das ist ganz normal. Nobody is perfect. Da ist jetzt schon Weltklasse-Reiter drauf, Rolf-Göran Bengtsson. Und der das Pferd wahrscheinlich auf Dauer auch in den Griff kriegt. Aber normalerweise darf sich so ein Pferd hier nicht so benehmen. Weil das dann schon auch gefährlich wird irgendwann. Sind Sie jemand, der eher dann verlangt, dass Sie häufiger in der Abreiterhalle schon springen? Oder sagen wir, soll man wohl dosiert, macht man nicht zu viel für den Pferd? Das kommt immer auf ein Pferd an. Deswegen ist es auch so interessant, weil doch jedes Pferd individuell vorbereitet wird. Einige springen auch richtig hoch und breiten Ochser und andere machen das ein bisschen legerer, ein bisschen kleiner. Und das kommt wirklich aufs Pferd an, wie vorsichtig das Pferd ist, wie ob ich das Pferd wirklich an die Höhe gewöhnen muss oder ob schon genügend Erfahrung hat. Wie er hier zum Beispiel bringt erstmal dem Pferd Vertrauen bei, hat die erste Stange ein bisschen tiefer und nachher irgendwann werden sie dann wahrscheinlich und sogar noch die Stange davor nachher dann wahrscheinlich auch Karree machen, hinten auf Kante, sodass, wenn das Pferd einen Fehler macht, der Fehler nicht hart ist. Und das zeigt mir wiederum, dass dieses Pferd normalerweise sehr vorsichtig ist und der Reiter eben versucht, diesem Pferd Vertrauen zu machen. Achten Sie stark darauf, wie weit die Pferde hinten auch aufmachen oder ist das etwas, wo Sie sagen, habe ich nicht mal vorrangigen Blick drauf? Doch, das ist sehr wichtig, dass ein Pferd hinten gut springt, weil als Reiter kann man eigentlich dem Pferd hinten wenig helfen, wohl bei den Vorderbeinen, wenn sie ein bisschen mehr Zeit brauchen oder Platz, dann reitet man ein bisschen größer, ist man ein bisschen weit. Den Absprung bestimmt ja der Reiter und der Reiter reitet dann so, dass der letzte Absprung dann schon ein bisschen weiter vom Hindernis entfernt ist. Was halten Sie denn von dieser Änderung, die es jetzt gegeben hat mit den Streichkappen? Ja, ich halte das grundsätzlich für gut. Wir brauchen zum Schutz der Pferde Streichkappen, aber wir brauchen keine Streichkappen, die das Pferd unnatürlich springen lassen.